Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem vierten Teil des Landwirtschaftssimulators 2019. Heute geht es um... Genau, um Kühe. Ja, das wird heute ein Kühe-Tutorial. Ihr seht, ich habe da schon einiges vorbereitet. Und so haben wir einiges an Gras. Das fressen die Kühe. Ganz wichtig, wir haben Gras. Wir brauchen auch Stroh. Das haben wir hier im Strohsilo da vorne. Wenn ich einmal hingehe, werde ich das genauer sehen. Das ist das Strohsilo und Heusilo. Da habe ich Heu und Stroh drin. Dann brauchen sie noch Silage. Also entweder Heu oder Silage. Und auf jeden Fall ganz wichtig, eine Total-Mischration. Hier habe ich die Silage bereits gegärt. Das heißt, aus diesem Gras, hier seht ihr noch etwas, Gras, aus dem Gras wurde Silage. Ja, die Kühe. Die Kühe sind auch einer der aufwendigsten Tiere hier im Landwirtschaftssimulator. Sie brauchen extrem viel Futter und also viel, von der Menge her viel Futter. Was brauchen wir? Ich habe da eine Liste zusammengestellt. Sie brauchen Wasser, Stroh, Gras, Heu oder Silage und Totalmigration. Klingt zwar nicht so wahnsinnig viel, aber es ist extrem, was für eine Menge Sie davon brauchen. Und je mehr Kühe, desto mehr brauchen sie, ganz klarerweise. Ja, fangen wir gleich an eigentlich. So, und zwar werden wir mal einen Kuhstall errichten. So, und zwar auf P wie Paula, da kommen wir in das Kaufmenü. So, wir gehen auf Tierhaltung. Und wir haben hier, wo ist denn der Kuhstall? Große Kuhweide, eine normale Kuhweide. Ich würde vorschlagen, 50 Kühe würden reichen. Wenn man damit wirklich sehr viel Geld verdienen möchte, der kann auch um 300.000 Euro die große Kuhweide nehmen, da passen 200 Kühe rein. Aber vorerst reicht einmal eine kleine Kuhweide. Ich werde mir jetzt eine kleine Kuhweide kaufen und ich werde sie einfach, hier habe ich schon etwas weiter planiert, wir werden sie einfach da hinstellen, können wir sie drehen, ja, wie wollen wir das machen, ich glaube eher so ist es besser, wenn wir, es kostet uns, schauen wir mal, 127.000, 128.000, also es kostet uns weit mehr als 100.000 Euro. Ich würde vorschlagen, wir nehmen uns diesen Platz. Zack, wir haben die Kuhweide. Und es wird ja automatisch angepasst. Die Kuhweide. So, jetzt haben wir mal die Kuhweide. Wir gehen in den Landschaftsbaumodus, um ein bisschen sauber zu machen hier. Und zwar um anzugleichen, wir gleichen hier an. Ja, schaut zwar komisch aus mit diesen ganzen Hügeln, aber da kommen wir nicht drum rum. So, genau, hier haben wir noch unseren Schweinestall drüben, da drüben ist unser Vagabond und da haben wir unseren Kuhstall jetzt. So, und zwar haben wir jetzt den Kuhstall und was brauchen wir jetzt? Natürlich noch unsere Kühe, das ist natürlich logisch. Das heißt, ich werde jetzt
Ich werde jetzt mit meinen. Transporter hinfahren. Hier sehen wir unseren Silo King. Da kommt die totale Mischration rein für die Kühe. Das werde ich natürlich auch gleich hinführen, wenn wir ihn schon haben. Und ja. So. Haben wir da eine Auffahrt? Haben wir da keine Auffahrt geschaffen? Ja, das wird natürlich. Ja, kommen wir rauf. So, wir lassen diesen Hänger einmal hier stehen. Den stellen wir da in den Graben rein. Wir sind bei unseren Kühen, wir haben noch keine Kühe, in unserem Kuhstall. Hier kommt der Mist rein, wie bei den Schweinen. Da haben wir den Flüssigdünger, also den Flüssigdünger, die Gülle. Hier wird das Stroh reinkommen, ja. So, und wo haben wir unser Tiermenü? Das ist da hinten beim Scheuneneingang. Und ich würde vorschlagen, wir nehmen uns mal 6 Kühe. Ich glaube, das ist ausreichend mal. Welche Farbe nehmen wir? Braun. Braun-weiß ist schön. Schwarz gefällt mir nicht wirklich. Schwarz-weiß. Braun. Das sind dann die Brahmas. Das sind, ich weiß nicht, welche. Können indische sein. Indische Kühe. Wir werden uns normale Kühe nehmen und zwar werden wir uns braun-weiße nehmen. Zack. Eine Kuh und wir bestätigen. Jetzt haben wir eine Kuh. Bukuli. Den taufen wir, ja, taufen wir mal Hans. Hallo Hans. So. Ja, genau, so ist es richtig. Du hast noch kein Futter, du armer Hans, du. Ja, na gut. Gut, da kommt das Futter dann hin. Gut, und den Rest werden wir uns jetzt zulegen. Also noch 5 Kühe werden wir uns kaufen. Das reicht vorerst einmal. Und wir werden den Silo King einmal abkoppeln und holen uns jetzt unseren Viehtransporter und fahren zum Viehhändler. So, wir fahren zum Viehhändler und kaufen uns die restlichen Kühe. Die Gebühren sind mir einfach, ja, zu hoch, wenn man wirklich mehr Kühe nimmt. Das ist natürlich nicht meine Sache, ehrlich gesagt. So, deshalb hole ich die Kuh jetzt, also die Kühe jetzt ab. So, wir sind wieder da. Also, wir sind jetzt da. Gehen ins Tiermenü. Und da haben wir Kühe braun-weiß. Braun-weiße, eine braun-weiße haben wir genommen. Braun-weiß. 1, 2, 3, 4, 5. So, und wir drücken auf Bestätigen. Hier drinnen sind unsere Kühe. Sie stehen ganz brav hier und warten, bis sie in den Kuhstall dürfen. Somit zahlen wir auch keine Gebühren. Wir sind da auf unserer Kuhweide, Tiermenü öffnen und wir verschieben. Zack, 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 zack. Wir haben es bestätigen. Jetzt haben wir 6 Kühe. Schauen wir mal, wie es ihnen geht. Ja, da packen wir jetzt gerade. So, schauen wir mal, wie es ihnen geht. Ja, im Moment noch nicht so gut, denn sie haben noch kein Futter. Damit werden wir jetzt beginnen.
Und zwar werden wir beginnen mit Wasser. Wir holen uns jetzt einmal Wasser, den Wassertrog. Durchs Planieren sind hier wirklich grausame Hügel entstanden. Also das habe ich wirklich noch nicht genau, also ganz draußen, wie man da jetzt wirklich es da wirklich jetzt eben macht. Also das weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht wirklich. Auch ich bin nicht perfekt bei diesem Spiel. So, unser Wasserdruck. Was wir vergessen haben zu kaufen eigentlich. Also was ich jetzt vergessen habe zu kaufen, ist ein Milchhänger. Wo gehört das Wasser hin? Da drüben wird das Wasser hingehören, genau. Da drüben gehört das Wasser hin. So. Haben wir noch drin, 68% haben wir noch drin. Oh, die brauchen viel Wasser. Ihr seht, wie viel sie wirklich brauchen. Also ganz viel Wasser, aber es geht sich mit diesem Hänger aus, Leute. Das ist gut. Wasser haben sie mal. Also sie brauchen wirklich eine ganze Menge an Futter. Die Kühe. Und wir gehen gleich weiter mit unserem Stroh. Und wir holen uns jetzt das Stroh. Haben wir noch einen freien Hänger? Ja, der ist frei. Da haben wir uns noch einen freien Hänger hingestellt. Von Strautmann. Und wir holen uns jetzt mal Stroh. Da brauchen sie auch wirklich einiges. Befüllung. Starten. Stroh. Ich hoffe, das geht sich aus. 15.000 Liter müssten normalerweise reichen, also knappe 16.000 Liter. Ja, die Auffahrt ist auch voll okay. Da haben wir einiges an Schweinemist. Da muss ich dann noch bei Zeiten nochmal weg. Und zwar da können wir das Stroh reinschütten. Stroh. Wie viel brauchen Sie da? Ja, Gott sei Dank nicht so viel. Ist das eine gute Idee, dass ich da jetzt drunter fahre? Oder nicht? Ja, passt. So, da haben wir mal das Stroh. Den Rest werden wir einfach wieder reinschütten, denn das brauche ich nämlich fürs Heu. Dann werden wir jetzt gleich einmal Heu machen. Wenn wir gerade beim Silo sind, werde ich jetzt gleich Heu holen. Schütten wir wieder zurück den Rest vom Stroh. Und wir holen uns jetzt das Heu. Da brauchen sie auch einiges, das wird sich wahrscheinlich nicht ausgehen mit dem, was ich drin habe. Befüllung starten. Heuer, ja, wir haben knappe 15.000 drin, also vielleicht geht sich das aus, aber das wird ganz, ganz knapp. Da werden wir jetzt schauen, ob sich das jetzt da bei den Kühen ausgeht.
95% ist der Hänger voll, das ist okay. Ich dachte mir, wir haben wenig Heu, aber da habe ich mich geirrt. So. Gut. Das Heu kommt da drüben hin. So, und wir kippen jetzt das Heu aus. Ihr werdet sehen, wie viel Heu die wirklich brauchen. Ja, aber es geht sich mit diesem Hänger aus. Das ist schon mal top. Finde ich sensationell. Lassen wir mal da den Heu. Nein, wir werden es zurückschütten. Ja, ist mir lieber. Dass wir das jetzt zurückschütten in das Silo. Und was nehmen wir als nächstes? Ich schaue mal auf meine kleine Liste. Haben wir schon Gras? Gras brauchen wir noch. Wir werden jetzt das Gras nehmen. Heu schütten wir jetzt hier zurück. Und wir werden uns jetzt Gras holen. So. Ja, sind wir gegen den Baum gefahren? Das wollte ich ehrlich gesagt nicht. So, da haben wir gleich unser Gras stehen. So, da ist einiges drin. Und das werden wir dann gleich geben. Da drüben haben wir auch noch eine Ladung Gras. Das kommt auch dorthin, wo wir das Heu hingegeben haben. Langsam fühlt sich ja die Ration bei den Kühen. 100% haben wir. Wir haben 34.000 Liter in unserem Hänger. Ja, das geht sich ebenfalls aus. Also 6 Kühe halten ist schon mal gar nicht so schlecht. Je mehr Kühe, wie schon erwähnt heute, desto mehr Futter brauchen sie. Also den können wir aber jetzt da lassen, den Gashänger. Wir machen weiter mit Silage, und das ist jetzt die Mega-Aufgabe. Wir werden jetzt Silage holen. Dazu brauchen wir aber einen anderen Traktor, denn dieser hat hier keinen Frontlader oben, wie ich sehe, genau. Und zwar werden wir jetzt das Gerät wechseln. Der John Deere hat einen Frontlader oben. Da müssen wir vorerst mal das Mähwerk abmachen. Genau. So, und wir werden uns jetzt die Schaufel nehmen, einen Hänger nehmen. Und wir werden uns die Silage natürlich jetzt irgendwo reingeben. Da werden wir uns den Hänger hier nehmen. Nein, wir brauchen keine Silage. Totalmischration, Leute, hoppala, falsch. Entschuldigung, Leute, das ist falsch gewesen. Wir brauchen keine Silage, wir brauchen entweder Heu oder Silage, aber eine totale Mischration. Und da werden wir jetzt... Das habe ich jetzt vergessen zu holen. Ich hole schnell unseren Silo King, den habe ich jetzt dort hingestellt. Dummerweise.
Ja. Wir haben den Silo King jetzt geholt, der ist jetzt da. Und werden mal die Silage hier aufladen. Gut. Und das ist jedes Mal immer, ich tue mir so schwer mit der Schaufel. Ja, genau. Gut, da das ist eine kleine Fusselerei oder Fusselei hier zum wie viele Hänger wir jetzt brauchen, weiß ich nicht genau. Genau, das werden wir da reinschütten jetzt. Da ist noch nicht viel drin. Das wird sich wohl noch rauszögern. Ich werde auf jeden Fall mal den Hänger voll machen und wir sehen uns gleich wieder. Ja, wir haben jetzt die vierte Schaufel drin. Und werden jetzt schauen, wie wir. Also wir werden jetzt schauen, dass wir das andere auch reinbekommen. Und zwar Stroh und Heu. Ich versuche es mit Gefühl. Normalerweise schmeißt man ja einen Silageballen rein, zwei Heuballen und einen Strohballen. Das ist eigentlich die Ration. Ich werde es aber mit dem Silo machen und hoffe, dass wir hier gut hinkommen mit der Ration. Heu. So, Heu ist drin. Etwas Stroh. So, wir sind fertig. Wir haben die Mischration fertig. Es wird gemischt. Ihr seht, es ist alles im grünen Bereich. Wir können noch etwas mehr Heu rein tun. Das können wir machen. Wir können noch ein bisschen mehr Heu rein tun, ja. Und etwas Stroh noch dazu. So, jetzt haben wir eigentlich eine gute Ration. Ihr seht unten nämlich die Tabelle, also Tabelle, das Mischverhältnis. Wenn es im grünen Bereich ist, ist es okay. Und wir fahren mal mit dieser Mischration zu unseren Kühen und verabreichen ihnen das jetzt. Unfall, Leute! Ruft die Rettung! So, und zwar werden wir Ihnen das jetzt hier, Mischration, jawohl, beide brauchen viel Mischration. Wow, Leute, die brauchen viel Mischration. Oh. Wir werden jetzt einmal ins Tiermenü gehen. Und da haben wir das Tiermenü. Und da haben wir unsere Kühe. Da ist eigentlich alles so gut wie drin. Mischration, das reicht auch noch aus. Da brauchen wir jetzt nicht noch eine Ration anfüllen. Ihr seht hier unten der Mist, also den Mist, 73 Liter im Moment nur, Gülle 91 Liter und Milch 28 Liter. Sie produzieren nämlich Milch, da braucht man einen Milchtank
um die Milch aufzufüllen auf unserer Kuhweide und um sie nachher verkaufen zu können. Ich würde sagen, es ist wirklich eine Handvoll Arbeit, richtig viel, viel, viel Arbeit, für so viel Nahrung alles aufzubringen. Und für das gibt es leider nicht genügend, nicht ausreichend Milch. Also, ihr könnt euch aussuchen, ob ihr Kühe halten wollt oder nicht. Ich würde es so schnell bei diesem Spiel einmal nicht machen. Nach einiger Zeit, wenn wir schon etwas Geld auf der Seite haben, um noch mehr Geld zu verdienen, ist es okay. Aber es rentiert sich nicht wirklich, gleich am Anfang überhaupt nicht, hier Kühe so schnell zu halten eigentlich. Ja, das war's eigentlich schon mit dem Video, Leute. Wir haben hier alles voll, Sauberkeit 100%, Wasser voll, Stroh voll, Mischung ist zwar nicht ganz voll, aber es reicht, es ist im grünen Bereich, Heu voll und Gras voll. Es ist zwar nicht so viel Futter, was sie benötigen, aber es ist viel Arbeit, es alles herzustellen, alles anzubauen und die Mischration und Silage zu machen und Heu zu machen und so weiter. Das ist halt nicht wenig Arbeit. Das war's mit dem Video, Leute. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Horst die GEMA. Ciao. Okay.